Hallo und herzlich willkommen bei meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass ihr wieder da seid. Wundert euch bitte nicht, dass ich diesen depperten Hut gerade auf habe. Es liegt daran, ich habe eine Wette verloren und es hieß, ich muss das nächste YouTube-Video mit diesem wunderbaren Hut drehen. Also habe ich diesen Hut auf, aber naja, ich nehme ihn jetzt trotzdem ab. Also herzlich willkommen zu meinem Blog. Ich habe was Neues. Ich habe eine Drohne und ich habe die Mavic Mini Drohne. Direkt gekommen, jetzt gerade aus China geliefert und das ist ja die neueste Drohne aus dem DJI-Universum und bin ein kleiner Drohnenfan, habe ein paar Drohnen am Laufen, aber wollte eigentlich eine kleine Drohne für unterwegs haben. Ich habe selber die Phantom, großes Ding, riesenschwer, macht super Aufnahmen, bin schwer zufrieden, aber ist natürlich ein richtig großer Brocken. Ich wollte eine Drohne für unterwegs und ich wollte eine Drohne, die leicht ist und eine Drohne, die unter 250 Gramm, ihr wisst, EU-Verordnung, ist. Und diese Drohne wiegt genau 249 Gramm. Also ideal. Ich habe noch eine Speicherkarte drin, die wiegt knapp, also 0,5 Gramm. Also ich bin unter den 250 Gramm und damit kann ich wunderbar ohne irgendwelchen Verwaltungskram fliegen. Und jetzt will ich euch mal zeigen, was in dieser ja, Packung drin ist. Für was will ich die Drohne einsetzen? Ich will sie jetzt nicht unbedingt für High-End-Aufnahmen einsetzen. Sie ist sicherlich nicht für Film und für elende Spielfilme gedacht und sowas, sondern es ist für Hobby, eine Hobby-Drohne und dafür ist sie gemacht. Die Auflösung ist 2,7K, also nicht wie die großen Drohnen oder die professionelleren Drohnen, die Mavic Pro mit 4K und Zeitobjektiv. Aber mir reicht es. Es soll eine Drohne für unterwegs sein, die quasi in der Fototasche drin ist. Und wenn ich sie brauche, fliegt sie hoch und macht dann ein paar Aufnahmen. Schauen wir mal kurz rein, was drin ist, wenn ich es dann aufkriege. Der Abstand, habe ich gelesen, soll 2 Kilometer sein. Auch das ist für mich völlig unrealistisch, braucht kein Mensch, weil man sieht ja nichts. Man darf ja in Deutschland nur auf Sicht fliegen. Mache ich natürlich. Wo geht's denn auf? Hier geht's auf. Ach Gott, vielleicht sollte ich mal ab und zu da hinschauen. Ach ja. Also ich gucke jetzt mal hier hin und schneide hier auf. So, hier geht's auf. Und jetzt wird die Kiste aufgemacht und ihr seht, wie klein dieser kleine Scheißer ist, diese Wuchtbrumme. Wahnsinn, guckt mal hier, so klein ist dieses Ding. Flugzeit soll knapp eine halbe Stunde sein, der Akku hält eine halbe Stunde, je nach Wetter. Jetzt hier im Winter wird es etwas kühler sein, also wird es etwas weniger sein, aber mehr brauche ich im Grunde auch nicht. Hier klappen wir mal die Kameraden aus. Ich habe nichts gelesen bisher, wie laut oder wie leise das Ding ist. Wie gesagt, ich werde es jetzt nicht zum Anschleichen fürs Nachbarsgarten nehmen, aber es ist schon super klein und es ist super, super leicht. Wie schwer ist es denn? Steht jetzt nicht da, aber es ist leicht. Es ist leicht. Ja, 249 Gramm, mein Gott, klar. Also, hier so sieht es aus. Die Kamera ist fest. Hier vorne steht drin in der Beschreibung ein Sichtsensor, präzises Schweben mit GPS. Jawohl, passt. Stabilisierung mit 2,7K Video und Stabilisierung auf 3 Achsen. Also im Grunde das ganze Zeug, was wir von DJI kennen. Der einzige Nachteil ist natürlich, DJI, chinesische Firma, meine Daten wandern zu den Chinesen. Und die Chinesen sind sicherlich keine große demokratische Vereinigung. Da habe ich Bauchschmerzen. Da würde ich eigentlich lieber solche Sachen haben wie andere Hersteller. Aber die bieten halt eben diese Leistungsfähigkeit nicht an, diese Drohnen. Und ich muss einfach sagen, ups, das ist die Verkleidung weggefallen, das Plastik, also das ist super. Jetzt ist es noch drin. Wir wollen ja noch mal reingucken, was noch drin ist. Es ist natürlich die Einheit zum Steuern drin. Also hier die Einheit zum Steuern. Hier machen wir mal auf und hier kommt dann das jeweilige Smartphone rein. Bei mir ist das Smartphone ein iPhone Max. Ich hoffe, das passt rein. Und wenn nicht, dann wird es passend gemacht. Jawohl, geht gerade so rein. Jawohl, geht schon so. Ein bisschen biegen und dann ist es drin. Jawohl, passt. Und wie gesagt, auf Sicht fliegen. Die Joysticks sind okay. Und ja. Haben wir hier eine Anschlussmöglichkeit? Nein, haben wir nicht. Also wir haben kein Ladedings. Ladefläche scheint USB zu sein. Ja. Was haben wir noch drin in der Kiste?
Noch eine kleine Kiste, schauen wir mal rein. Machen wir mal rüber. Eine Kiste, eine Kiste, eine geheimnisvolle Kiste. Machen wir mal auf. Und die geheimnisvolle Kiste sagt, ich mach mal richtig auf, wie sich das gehört. Aufreißen. Also ist es hier als erstes ein Ladekabel drin, damit man seine Drohne fliegen kann. Ah ja, das ist die Verbindung von Steuereinheit zum Smartphone. Ich brauche hier, da ich ein iPhone habe, ein USB Lightning, also Lightning auf dieses USB, was die Herrschaften da angefertigt haben. Was ist noch dabei? Es ist ein USB Mini und es ist USB-C. Also falls ich das iPad doch dran hänge. Mal schauen, ob es überhaupt mit dem iPad geht. Was ist noch drin? Ah, Ersatzrotoren. Gut, das ist immer gut. Ein Schraubenzieher. Schraubenzieher auch fein. Und was ist noch drin? Ja, noch ein USB-Kabel zum Aufladen. Steckdose ist nicht dabei. Und es sind irgendwelche Schrauben noch dabei, die man braucht. Das war es gewesen. Und es ist eine Anleitung dabei. Hier eine Anleitung, damit ich weiß, wie das Ding zum Zusammenbauen ist und zum Fliegen ist. Und ja, was ich nicht darf, ich darf nicht irgendwelche Sachen machen. Driving is complex, steht da. Flying is easy. Okay, also dann werden wir mal fliegen. Es ist eine App gebraucht worden, eine App, die habe ich mir gleich runtergeladen. Die heißt hier DJI Fly. Und ich werde jetzt mal das Ding ausprobieren und dann werde ich mich über die Wolken begeben. Und wenn ich ein bisschen eingeflogen bin, dann kommen ein paar Testberichte, wie denn die DJI-Drohne funktioniert. Hier Mavic Mini und ich bin super, super gespannt. Über den Wolken und so weiter singe ich jetzt nicht mehr.